Für Glaube, Sitte, Heimat, so steht's auf unseren Fahnen geschrieben, die wir schützen, tragen durchs Land. Glaube heißt, nächst Gott, vor allem seinen Nächsten lieben, ihm Bruder sein, mit Herz und Hand. Sitte heißt, Moral und Ehre und Achtung vor dem kleinsten Lebewesen. Denn da wohl jeder Stärke zeigt, dann kann die Welt genesen. Heimat, das ist unser Wever, unser schönes Vaterland. Darüber, lieber Gott, halt schützend deine Hand. Lasst uns nach diesem Leitsatz streben, dann ist erfüllt das Schützenleben. Seit Mai 1949 ist der Schützenverein dem Verband der historischen Schützenbrüderschaft angeschlossen. Der Schutzpatron ist St. Johannes Baptist. Der Vorsitzende ist Wilhelm Meyer. Oberst Brandt mit seinem Adjutanten Johannes Fahle, sie eröffnen gemeinsam am 21. August 1949 am Kälberkamp beim Schloss das Vogelschießen. Das Schießen mit Gewehren war verboten, deshalb wurde der Vogel mit einer Armbrust abgeschossen. König ist Josef Lieftüchter und Königin Elisabeth Hasse. Hier der komplette Hofstaat mit den Majestäten. Jetzt vor der Gaststätte Schonlaue, da wurde Schützenfest immer gefeiert. Jetzt nur die Hofdamen mit ihrem Blumenschmuck und noch einmal das Königspaar in der Kutsche. 1950 wird König Liborius Ludolf und die Königin ist Käthe Meyer. Ein stolzes Königspaar. Herolde zu Pferd haben die Schützenkompanie angeführt. Hier sehen wir jetzt den kompletten Hofstaat mit Prinzen. Mit Zylinder, Pfarrer Osburg und Pfarrer Reimann sowie Clemens Lottritz und Josef Schonlau. Nochmal das strahlende Königspaar. Und hier bei der Kranzniederlegung. 1951 ist König Franz Schäfers und die Königin Anneliese Nolte. Das Königspaar kommt jetzt aus dem Haus und nimmt hier die Parade ab. Das Königspaar fährt mit der Kutsche. Die Schützen marschieren ohne Uniform, nur mit Mütze und Holzgewehr. Nach dem Marschieren hat man natürlich kräftig Durst und kann gut feiern. Der König 1952 heißt Gerhard Elbe und Hermine Elbe ist die Königin. Ein sehr schönes Paar und ein wunderschönes Kleid mit Schleppe. Hier haben wir jetzt den gesamten Hofstaat mit den Majestäten. Und dann wurde kräftig gefeiert im Gasthof zum Almetal Schonlau. Das ist jetzt der neue Oberst Johannes Fahle. 1953 war der König Franz Glocke und die Königin Enne Glocke. Hier haben wir dann die Hofdamen mit ihren Blumen und den kompletten Hofstaat mit den Majestäten. Die Majestät mit ihren beiden Kindern. Und jetzt wird erstmal geschwurft. Nach dem Tanzen muss man sich natürlich erstmal wieder richtig stärken. Und das war dann auch das Schützenfest. Das ist das Klehenhaus, das stand auf dem Parkplatz hinter der Kirche. 1954 war König Karl Schoppmeier und seine Königin war Hildegard Schoppmeier. Ein wunderschönes Paar. Die beiden freuen sich auf die Regentschaft über die Schützen für ein Jahr. Hier die ganzen Hofdamen mit dem Königspaar. Hier genießen sie den Vorbeimarsch unter dem Jubel der Bevölkerung und abends wird dann getanzt. Am anderen Tag ist dann nochmal ein Fototermin mit dem kompletten Hofstaat. Das Haus ist die Gaststätte Hartmann gewesen und links die Apotheke, heute Buchhandlung Nicolibri. 1955 war König Josef Meyer und seine Königin war Mechthild Hake.
Von diesem Fest gab es leider nicht viele Bilder. Hier haben wir jetzt den Hofstaat mit den Majestäten. Das sind ja immer die Pflichtaufnahmen bei so einem Fest. Hier beim Tanzen, und zwar ist das wahrscheinlich der Eröffnungstanz unter der Begutachtung der Bevölkerung. Hier haben wir dann nochmal das Foto mit dem gesamten Hofstaat vor der Gaststätte Schonlau.